das Feuer ist entzündet. Wir werden euch verbrennen, erschlagen und ersticken. Al-Wala, Al-Bara, wir kommen um zu schlachten, beseitigen Kuffar. Bombenfall auf uns, das bestärkt unser Iman. Je nach Sprache, der kann sich raussuchen, russische Inhalte, deutsche Inhalte, französische Inhalte. TikTok gehört mittlerweile zur Hauptinformationsquelle, gerade auch wenn es um Informationen wie politische Informationen geht. Ein regelrechter Tsunami an Propaganda, die vor allem auf TikTok, aber auch auf Instagram und alle möglichen sozialen Medien. Lass davon den Sprengstoff, liebevoller Abschied, Mutter sei nicht traurig, der Sohn Rasu Allah. Gesang, der einen Selbstmordattentat des IS feiert. Das Lied stammt aus einem islamistischen Telegram-Chat. So etwas finden Sie täglich in der Extremismusberatung Salam in Halle. Hier beobachten Sie, welchen Einfluss Inhalte von TikTok und Co. auf junge Menschen haben. Jugendliche verbringen im Durchschnitt 3,5 bis 4,5 Stunden am Tag quasi auf den Geräten online und stoßen dann natürlich regelmäßig auch auf Content, auf Inhalte, die letztlich politische Botschaften verbreiten, bis hin zum Extremismus. Die Radikalisierung beginnt unterschwellig. Oft geht es um Alltagsfragen Jugendlicher, so wie bei dem in Deutschland lebenden TikToker Abul Bara. Diejenigen aber, die ihren Gelüsten folgen, wollen, dass ihr in die Irre geht. Möchtest du die Vergebung Allahs? Dann höre keine Musik. Darf man in einem Supermarkt arbeiten in Deutschland? Zum Beispiel, eine Person hat einen Job bei Rewe oder Aldi oder Kaufland. Ist dieses erlaubt? Nein. Mit solch vermeintlicher Lebensberatung erreichen Influencer ein Millionenpublikum auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Der Extremismus-Experte Ahmad Mansur sieht darin eine Strategie. Das heißt, wenn ein junger Mensch Interessen an solchen Themen, landet er bei islamistischer und nicht muslimischer Strukturen. Erstmal harmloser, darf ein Kind einen Geburtstag feiern, darf ein Mann zwei Frauen heiraten und so weiter und so fort. Aber immer mit dem Ziel, diese Menschen in ihre Islamverständnis zu integrieren und näher zu bringen und dann auch weiter zu radikalisieren. Derartige Propaganda verbreiten in Deutschland die Netzwerke Realität Islam, Generation Islam und Muslim Interaktiv, sagt der Verfassungsschutz, der die Netzwerke als islamistisch einstuft. Und sie stünden der Hizb ut-Tahrir ideologisch nahe, eine Organisation, die ein Kalifat anstrebte und seit 2003 verboten ist. Die enorme digitale Präsenz solcher Gruppen habe spürbare Folgen, sagt der Extremismusforscher Ahmad Mansur. Die Gefahr steht nicht, dass diese Menschen morgen einen Anschlag machen, aber dass sie mittlerweile Themen Islam, Themen muslimischer Welt in Deutschland behandeln, und zwar teilweise exklusiv behandeln, sollte uns allen Sorgen machen. Realität Islam hat auch vor ein paar Jahren eine Riesenoffensive gegen ein Kopftuchverbot bei Mädchen in Grundschulen gestartet und sie haben es geschafft, Tausende von Unterschriften zu sammeln. Das heißt, die Gefahren in dieser Gruppe, dass sie erstmal sich sozusagen in den sozialen Medien etablieren, aber immer in der Lage, wenn es sein muss, die Leute auch offline zu mobilisieren. Wie im April in Hamburg. Muslim Interaktiv demonstriert gegen eine angebliche islamfeindliche Politik und die Medien fordert ein Kalifat. Wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, würden die für das, was eure Eltern vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen! Auf TikTok fordert das Gesicht von Muslim Interaktiv, Raim Boateng, ein Kalifat im Nahen Osten und damit faktisch ein Ende Israels und seiner Nachbarstaaten. Nach dem Terroranschlag in Solingen wird erneut über islamistische Radikalisierung gesprochen. Ende August soll der 26-jährige Syrer Issa Al-H. 3 Menschen erstochen, 8 weitere verletzt haben. Der IS hat sich zur Tat bekannt, hier ein Video, das Issa Al-H. zeigen soll. Der Generalbundesanwalt ermittelt. Wie sich der Syrer mutmaßlich radikalisierte, ist bislang unklar. Der Extremismus-Experte Mansur verweist auf die sozialen Medien und fordert Gegenmaßnahmen. Wir haben ein Grundsatzproblem, dass mittlerweile in den sozialen Medien einfachen, radikalen, extremistischen Botschaften sehr große Verbreitung finden. Deshalb müssen wir diese Kanäle auch nutzen.
in dem wir auch da sind. Und damit meinte ich die Demokraten, dass wir Inhalte schaffen, dass wir die Komplexität des Nahostkonflikts darstellen, dass wir liberaler islamischer Inhalte, dass wir Leute helfen, einfach zu verstehen, wie Deutschland funktioniert, warum Grundwerte in dieser Gesellschaft eine Chance für jemanden, der aus Syrien oder Afghanistan kam, und kein Risiko. Aufklärung und Medienbildung. Die Bildungsforscherin Nina Kolleg sieht darin wichtige Mittel, um extremistischen Inhalten zu begegnen. Jedoch sei der Algorithmus sozialer Medien ein weiteres Problem. In jedem Fall wird dieses Problem durch soziale Netzwerke massiv gepusht. Und wir wissen ja auch, dass die jungen Menschen dann, wenn sie sich das anschauen und dafür interessieren, in sogenannten Rabbit Holes landen. Das heißt, der Algorithmus, gerade bei TikTok beispielsweise, aber auch bei Instagram, der sorgt dann dafür, dass die jungen Menschen dann nur noch Videos in diese Richtung gezeigt bekommen und dadurch dann zu einer Radikalisierung eben auch angeregt werden. TikTok gehört mittlerweile, das wissen wir aus der Forschung, zur Hauptinformationsquelle, gerade auch wenn es um Informationen wie politische Informationen geht. Fragen zu eigenen Versäumnissen beim Kampf gegen radikale Inhalte beantwortet TikTok nicht, verweist stattdessen auf allgemeine Maßnahmen und Community-Regeln. Bei der Verfolgung strafbarer Inhalte sieht TikTok die Ermittlungsbehörden in der Pflicht, doch gerade bei denen gäbe es große Defizite im Kampf gegen Extremismus im Netz, räumt die Gewerkschaft der Polizei ein. Es sind ja nicht nur Plattformen wie TikTok, Instagram, es sind auch Online-Spiele wie Roblox oder PlayStation Online-Games. Überall versuchen Terrororganisationen in Kontakt mit Menschen, Spielern, Usern zu treten. Das heißt, es ist ein großes Problem, weil es keine Grenzen kennt und in jedem Haushalt ein Mensch erreicht werden kann. Und wir leider auch in den Taten mancher Amoktäter und Terroristen sehen, dass der Grund der Radikalisierung das Internet, TikTok oder andere Medien sind, die eben übers Internet verfügbar sind. Wir haben aktuell nicht genug Personal beim Verfassungsschutz oder den Polizeibehörden, um in Echtzeit im Internet mitlesen zu können, feststellen zu können, was passiert dort. Wir haben auch nicht die technischen Möglichkeiten, um das automatisiert laufen zu lassen. Und vor dem Hintergrund und auch der Aktualität und Dramatik braucht es jetzt ja natürlich zusätzliche Ressourcen für Polizei und Verfassungsschutz. Die Moschee in Halle ist zum Freitagsgebet übervoll. Hinein dürfen wir nicht, auch ein Interview wird abgelehnt. Vor der Moschee sprechen wir mit Gläubigen. Wie sehen Sie islamistische Inhalte auf TikTok und Co.? Wenn ich halt was erfahren möchte vom Islam, also da hole ich nicht direkt mein Handy und google oder gehe auf TikTok und gebe da halt meine Frage ein. Wahrscheinlich gehe ich eher zum Imam und frage ihn das da. Okay. Also im TikTok, da gibt es auch sehr viele Falschinformationen. Also ich werde es auf jeden Fall keinen weiterempfehlen bei TikTok. Ich habe keine TikTok, ich habe nur Facebook oder WhatsApp. So. Manchmal auf Facebook auch, man sieht so, sie können nicht richtig, was ist Islam, und es hat nur ein bisschen vielleicht den Baden oder die Zeit. Tragt was ist Islamisch, aber die sagt was anderes. Das mutmaßliche IS-Attentat in Solingen sorgt hier in Halle auch Wochen später für Bestürzung. Ich persönlich, ich bin gegen solche Typen. Ich bin wegen solcher Typen geflohen. Also das sind, also man mag nicht so was passiert. Das ist, also bricht mein Herz, meine Beileid für Familien, die haben solche Katastrophe bekommen. Wenige hundert Meter von der Moschee entfernt, im Herzen von Halle-Neustadt. Hier führt die Extremismusberatungsstelle Salam einen Jugendclub. Er soll Hass und Propaganda im Netz etwas entgegensetzen, mit Freizeitangeboten, speziell für migrantische Jugendliche. Wenn wir Langeweile haben oder so, können wir hier, also macht Spaß, können wir auch mal hier spielen, damit wir auch ein bisschen miteinander reden. Für mich ist sehr wichtig, weil wir verbringen Zeit zusammen, haben Spaß. Aber es kommen auch manche Leute, die ich nicht kenne und die ich auch neu kennenlerne. Ob Sport, Theater oder einfach nur reden, so führt der Jugendclub in Halle-Neustadt unterschiedlichste Jugendliche zusammen. Für den Leiter, Hans Goldenbaum, zeigt die große Nachfrage, wie wichtig dieses Angebot ist.
Wir versuchen ja hier einen Jugendclub zu ermöglichen mit einem Angebot für Jugendliche hier in Halle-Neustadt. Teilweise auch, wo die Jugendlichen selber das organisieren. Das heißt, die übernehmen Verantwortung, räumen hier auf, räumen ein, organisieren Angebote. Und das kommt super gut an. Aber unsere Räumlichkeiten sind begrenzt. Das heißt, wir können auch gar nicht alle aufnehmen, die Bock hätten, hier was zu organisieren. Doch genau solche Angebote seien enorm wichtig, um der Radikalisierung im Netz zu begegnen, sagt die Bildungswissenschaftlerin Nina Kollek. Zum Beispiel der Ausbau des außerschulischen Sektors und die stärkere Zusammenarbeit der Schulen mit der Zivilgesellschaft. Das können, das kann die Sozialarbeit sein, das können Institutionen der politischen Bildung sein, das können Moscheen sein, dass all diese Akteure mit den Schulen zusammenarbeiten. Der außerschulische Sektor, der zivilgesellschaftliche Sektor wurde geschwächt, weil er als nicht relevant genug angesehen wurde. Aber genau dort gibt es ja Expertise im Umgang mit Islamismus oder anderen Extremismusformen. Mehr Personal und Platz, das wünschen Sie sich hier, damit mehr Jugendliche herkommen können. Angesichts zunehmender Bedeutung digitaler Medien könnte die Arbeit von Hans Goldenbaum und seinen Kollegen in der Zukunft wichtiger denn je werden. Min feyaz yani min ahsan. Tschüss. Allah, Allah, Allah.